Herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, und wir haben letztes Mal hier aufgehört, haben den Riesen endgültig zusammen, dass er sich zusammensetzt. Und jetzt müssen wir den geheimen Tempel finden. Aber ich glaube, da könnten wir uns... sonst müssten wir jetzt hier die ganze... also quasi hier zurückreiten, hier rüber reiten. Und jetzt überlege ich mal. Okay, da waren wir auch schon. Ja, da müssten wir dann hier rüber, bla bla bla. Und hier oben müssen wir hin. Hier. Finde den verlorenen Tempel, nicht den geheimen Tempel. Okay. Okay, dann werden wir uns mal hier, werden wir mal hier hinreisen. Weil woanders, dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, okay. So. Aha, waren wir hier nicht schon mal? Wir müssen nur hier durch, ne? Ich meine, komm. Moment mal. Hier waren wir doch schon komplett. Ah ne, da hinten gibt es immer noch Kisten. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir müssen hier durch. Und hier müssen wir hin. Aber ich erinnere mich, ich kann mich jetzt bei bestem Willen nicht erinnern, dass wir dann hier durchgehen mussten. Ich will jetzt auch nicht irgendwie ein Part verschwenden oder so. Ich meine, es kann schon sein. Wir können den ja nochmal ablaufen. Aber meines Wissens nach hätten wir, glaube ich, erst zu der Schamanin gemusst, oder? Oh, Leute, mein Gedächtnis ist gerade echt knete. Naja, wir werden mal sehen. Vielleicht, so... da runter, hier runter, ja, da kamen wir doch dann. So, hier oben war ja das Gitter zu, ja genau, den hatten wir doch schon mal gemacht, diesen Tempel. Aber hier gibt es zumindest schon wieder Viecher. Das steht außer Frage. Wenn wir mal die Blume da zeigen, wo der Haken hängt. Komm her! Wenn das überhaupt eine Blume ist. Also das ist, schätze ich mal, so ein, wie so ein Bienennest. Unmöglich. Ich kann nicht. Ja, ich weiß, aber hier sind doch diese... muss doch diese... unmöglich. Ist doch okay. So. Asche meint da. Da lang. Hier kommen aber auch Feinde. Also muss es doch... kann es doch sein, dass es doch hier weitergeht. Komm her. Ich kann nicht. Boah, die Kamera. So. Waren das jetzt alle?
Ach, durch die Tür sind wir, glaube ich, vorher gar nicht gekommen. Wenn ich da recht erinnere. So. Oh. Unmöglich. So. Jetzt ist die Frage, da oben lang oder... Ach, ich erinnere mich, glaube ich. Ja, ja, das ist schon richtig alles. Ich gehe mal kurz hier runter. Nur um zu gucken, was hier unten ist. Aha, das Wasser füllt sich, schätze ich mal. Können ja mal hier... Kann man hier abtauchen? Gucken mal, ob hier noch irgendwo wieder so ein... so eine Marke versteckt ist. Komm her, 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 her. Okay, hier definitiv nicht. Okay, das ist unter Wasser. Schauen wir mal. Nee, das sieht nicht aus, als ob hier etwas versteckt wäre. Nee. Vielleicht hier so bei der Treppe. Ah, hier ist noch ein Raum offen. Ah, ja doch. War doch noch eine Marke versteckt. Na bloß gut, dass wir dauerhaft Luft anhalten können. Sonst wären wir ja jetzt ziemlich aufgeschmissen. So. Okay. Ich glaube, das ist nachher hier auch alles noch... Das Wasser ist hier noch viel höher dann. Also man muss jetzt hier nach oben lang gehen. So. Naja. Tot. Hier lang. So. Denke mal. Hier wieder runter. Hm, na gut. Okay, zeigen wir mal so da drüben. Ja, Asche hat sich gut. Wir sind ja jetzt wieder in so einem Dungeon. Da kann man nicht drauf. Auf Asche kann man da nicht hören. So, ah, jetzt sind wir hier durch, genau. Stimmt. Alles klar. Ja, und das öffnet sich hier, das hier... Was auch immer hinter dieser Tür ist, es wird nicht einfach sein, hineinzukommen. Genau, da braucht man einen gewissen Schlüssel. Oder man muss drei, vier diese Dinger sammeln. Ich weiß es nicht mehr, kriegen wir jedenfalls... ach, da ist ja auch unser lieber Bub wieder mal. Reiter, kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast, folgt der andere. Nun gut, Kahn. Entschuldigung, hatte mich gerade verschluckt und konnte nicht das Mikro so schnell ausmachen. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich versuchte, eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. So, wir sollen also Kahn seinen Kompass finden. Dann sollen wir... hier ist doch außerhalb... Da oben. Da kommen wir sicherlich noch hin. Moment, ist hier noch was?
Hier ist nichts. Hier hinten ist auch nichts versteckt. Okay, dann können wir reingehen. So. Ah ja, da kommt schon die Begrüßung. Und hier kriegen wir, glaube ich, auch das letzte Element, was wir brauchen für den Tagesmann, den uns ja die Schamanin herstellen will. Ja, ich hätte jetzt auch so, ah, da unten ist eine Kiste. Gut, dass er dahin geflogen ist. Weil ich gucke nicht so oft immer da unten. Ich gucke immer nicht so oft unten auf die Karte. Unmöglich. So, war dann vielleicht auf dieser anderen Seite auch noch etwas. Das sieht nicht so aus. Ist zwar nicht zu sehen auf der Karte, aber ich gucke dann doch mal lieber selber. Weil diese Marken und so, die werden ja nicht, oder Seiten, die werden ja nicht angezeigt. So, jetzt werden wir mal hier unten erstmal alles zerstören, denn wir wissen ja, dass da auch eine Marke drin sein kann. Den kann ich natürlich, genau, den kann ich natürlich auch nicht mitnehmen. So. Das war jetzt aber, ja, nur flaches Wasser. So, hier ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal auf die Seite hoch. Ich schätze mal, dass die sich beide da oben treffen. Und was fliegt hier rum? Glühwürmchen? Moment. Ach, das ist alles klar. Jetzt habe ich gedacht, was liegt denn da unten noch? Das ist aber der eine Trank, den wir nicht mitnehmen konnten. Aber wieso sind denn hier so eine Glühwürmchen? Verstehe ich nicht. Oder um zu zeigen, dass da noch was liegt oder so. Das kann natürlich auch sein. So, dann gehen wir mal weiter. Ah, hier haben wir auch schon wieder eine Kreation, die wir erwecken können. Machen wir gleich. Wir gucken uns aber erstmal hier um. Okay, man hört auch, die machen auch so ein Geräusch. Ja, hier ist jetzt weiter nichts. Boah, was leckt das hier gerade so? So, rauf auf ihm. So. Mit dem können wir natürlich die ganzen Mist hier so einfach zerdeppern. Das böse Zeug. Und man muss sich immer genau umschauen, ob hier nicht irgendwo noch was ist. Und er muss hier schon rein. Ja, Kumpel, tut mir ja leid, aber für mehr brauchte man dich jetzt anscheinend nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber es gibt natürlich, kommen ja immer mehr. Also Kreationen, die sind ja hier verteilt. Auch wenn der jetzt nur die Funktion hatte, das bisschen da vorne wegzumachen. Müsste eigentlich hier jetzt auch einer sein, weil... Ui, ui. Ah, die Gesichter, ja. Die spawnen. So, dann werden wir mal die rufen. Und ich hoffe mal, dass der gleich sein Schutzschild ablegt. So, jetzt können wir uns um den anderen kümmern. Ich glaube, da kommen nachher dann noch mehr mit Masken. Recht herzlichen Dank. Jetzt haben wir natürlich gesehen, wo es jetzt weitergeht.
Ja, hier brauchen wir eindeutig auch eine, da hinten sehen wir schon eine Kugel. Und hier muss eine Kreation rein, die dann eine Kette spannt. Da oben brauchen wir einen Schlüssel. So, hier liegt auch nichts weiter. Da brauchen wir dann auch nicht hochgehen. Hier sind auch jetzt nicht so sehr viele Kisten verteilt. Ja, hier hinten ja, werden wir sehen, wie wir das aufkriegen. So, wir müssen jetzt jedenfalls erstmal da hinten hoch. Genau. Und hier stehen noch ein paar Vasen oder Gefäße. Das könnte eine Vase gewesen sein. Ja, dann gehen wir mal schauen, wo uns das hier hinführt. Wahrscheinlich nur hinter diesen Gewächsen hier. Ja, war klar. So, hier ist dann auch noch mal eine Kiste, aber die ist hinter Gewächse. Da hier keine Bombe rumliegt und wir keine Kreation gerade haben, werden wir die uns wahrscheinlich später erst holen können. Da hinten haben wir auch schon eine Kreation, wie man sieht. Und auch Gegner, die da Wache schieben. Da muss ich mit Sicherheit rüber. Ich will bloß mal eben schnell hier so gucken. Ich achte natürlich auch jetzt... ich könnte hier rüber. Aber muss ich das oder kann ich da drüben auf der anderen Seite... Wäre das jetzt egal, welche Seite ich gehe? Ich kann natürlich auch hier lang. Alles klar. Und da unten ist Wasser. Komme ich da dann irgendwie... Würde ich hier wieder hochkommen? Da sind wieder diese Glühwürmchen. Aber eigentlich, wenn man runterfällt... Müsste man eigentlich... Müsste man doch eigentlich... ja, lieber Ivan LP. Jetzt hör auf, mich zuzuspammen. Das ist nicht so gut in der Aufnahme. So. Rüber. Rüber. Machen wir die erstmal. Noch einer. Noch mehr. Ich werde dir... Ach, da hinten ist er. Was willst du von mir? Den habe ich echt darüber. Ja, jetzt guck mal, wie du hier rüber kommst. So, aber ich würde trotzdem gerne natürlich... Doch, man kommt da, glaube ich, wieder hoch. Dann können wir uns erstmal hier unten umschauen. Weil ich würde zu gern wissen, ob... nein, tauch mal. Ob hier unten eventuell noch was rumliegt. Was wir einsammeln können. Sieht aber nicht so aus. Können wir mal hier weiter tiefer. Da unten runter. Ah ja, doch. Wusste ich doch. Dass es hier noch was gibt. Wieder eine Marke. Okay, da hat sich das zumindest doch schon mal gelohnt, einmal hier runter zu springen. Und jetzt können wir den einen Feind auch noch platt machen. Na, was ist? Okay. Nee. Hierhin. Tot. Dann hierhin. So. So. Ich bin jetzt am Überlegen, warum sitzt jetzt Asche hier? Das würde keinen Sinn ergeben, wenn ich jetzt da wieder zurück... Vielleicht kann man nachher da nicht mehr zurück, ich weiß es nicht. Erwecken erstmal den...
Kreation. So. Ich glaube... Kann ich da dann... Mal sehen, näher ranfahren? Ah ja. Ich denke mal, ich weiß jetzt, was ich machen muss. So, dich lasse ich mal hier. So. So, diesen Hebel. Und dann denke ich mal, kommt die Brücke hoch und wir können die Kreation rüberholen. Eigentlich ziemlich einfach. Ja, ziemlich einfach. Ah ja, das war ja so klar. Aber die können wir jetzt mit der Kreation schlagen. Genau. Guck mal, wie die, was die für einen Schaden macht. Die haben keine Chance. Die ganzen. Da ist sie ja viel besser. Kommt her. So, das war's auch schon wieder. So, dann würde ich mal sagen, mache ich hier mal einen kleinen Schnitt und machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darksiders 2 und vielen Dank fürs Zuschauen.